Hallo in den SE Studios. Mein Name ist Ron Rectiff und ich möchte euch einladen in einer meiner letzten Produktionen hier vor Ort. Wie man schön sehen kann, ist das Studio hybrid aufgebaut. Das heißt, man findet hier Analogtechnik, Digitaltechnik und virtuelle Studio-Tools vereint über das zentrale Sonic Core Scope Studio, heute vertreten mit drei Tools in Sachen Klangerzeugung. Einmal der Minimix, der Profight 5 zweimal. Ja, in der Sidebar kann man sehr schön sehen die Kleinformate, sodass man sie auswählen kann oder verstecken. Oder eben halt über Screensets, komplette Arbeitsoberflächen aktivieren kann. In unserem Fall sieht die ganze Verknüpfung des Studios so aus. Man findet Ein-Ausgänge, analog, digital, klangbasierend, steuersignalbasierend über MIDI. Als Sequencer kommt Cubase hier zugange und die Verknüpfung zur Controllerwelt übernimmt eine Eigenkreation, ein MIDI-Patch, welches den Controller BCR 2000 ansteuert. Und nicht nur das, das Ganze funktioniert bidirektional. Ja. In der Produktion habe ich mich entschieden, den Minimix als Baseline zu nutzen. Diesbezüglich habe ich da mal ein bisschen was vorbereitet. Wie man sehr schön kann, ist das schon ein sehr druckvolles Grundgerüst. Vom Profight 5 kommt eine Sequenz hinzu. Thank you.
Dazu kann man natürlich wunderbar auch in Analog modulieren. Thank you.